alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Online-Battle von mir. Ja, es gab mal so einen Tag, da konnte ich nicht schlafen. Wusste nicht, was ich tun sollte. Also habe ich mir gedacht, mache ich mal eine Rom-Online-Schlacht. Hab mich dafür entschieden, mit den Makedonen zu kämpfen, wie ihr seht, gegen die Briten. Dann beginnen wir mit meiner Armee. Ich habe 6-mal königliche Pikeniere mit Goldverteidigung. Dann habe ich 6-mal Bogenschützen mit Goldangriff. Und 6 Stück makedonische Kavallerie mit Goldangriff und Silberverteidigung. Warum habe ich die Einheiten so gewählt? Fangen wir mal an, mein Gegner ist ja Brite, mit dem ich mich jetzt viel unterhalten, deswegen werde ich gleich vorspulen. Der ist ein ganz netter, kommt von der USA, hat wirklich Spaß gemacht mit dir zu quatschen, kennt sich auch gut aus. Naja, ich habe mir gedacht, ich weiß, dass die Einheiten von den Barbaren im Angriff nicht so gut sind, besonders gegen Piken, gerade wenn es frontal ist. Habe ich mir gedacht, setze ich auf Verteidigung, dass die Einheiten wenigstens lange durchhalten, die brauchen nicht unbedingt so viel killen. Und sofern meine Linie gewinnt, also meine Linie erhalten kann, habe ich noch meine Bogenschützen, die können ja ordentlich die Einheiten dezimieren, weil die Fernkämpfer von den Briten sind ja nicht so reichweitungsstark, also haben nicht so gute Reichweite. Und meine Bogenschützen sind diesbezüglich überlegen. Da habe ich 6 Stück mit. Und ich habe nochmal 2 Peltasten mit, weil ich nicht wusste, was ich mit dem Geld machen soll. Habe ich mir gedacht, nehme ich die als Mietschild mit, die ein bisschen den Ansturm abbremsen. Sodass die Piken optimal arbeiten können und noch ein bisschen beschossen werden vorher von den Peltasten, die Plänkler, meine Bogenschützen, auch nochmal ein bisschen beschießen können und meine Kavallerie gegen die Streitwagen kämpft. Ja, heute habe ich meine makedonische Kavallerie mit. Ich habe eindeutig alles ausgereizt, was geht. Weil es sich ja hier um ein 15.000 Denare-Battle handelt, dachte ich mir, na gut, Gefährtenkavallerie, die ist ziemlich anfällig. Makedonische ist zwar auch nicht großartig besser, aber die ist ein bisschen günstiger. Versuchen wir es mal mit der. Ja, und das hat sich dann eins zum anderen ergeben und war eigentlich ganz gut. Spulen wir ein bisschen vor. Ich habe mich anfangs, wie gesagt, sehr viel mit ihm unterhalten. Über Gott und die Welt so ziemlich. Nee. Er ist genauso wie ich, konnte auch nicht schlafen, hat sich dann entschieden, nochmal eine Schlacht zu machen. Ja, weil es ansteht, er kommt aus den USA, wo genau, weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt. Klang auch sehr erfahren, hat natürlich mir ordentlich Spannung bereitet. Also ich dachte schon wirklich, das wird jetzt ein cooler Gegner. Vor allem macht es auch immer mehr Spaß, wenn welcher auf seinem Skill besiegt. Das ist ja wesentlich anspruchsvoller. So, dann legen wir mal los mit der Armee. Also, ich habe ja schon erklärt, warum ich was getan habe und wieso und weshalb warum. Fangen wir mit der gegnerischen an. Er hat sich für Schwertkämpfer entschieden als seine Hauptinfanterie. 6 Stück auf Gold-Gold. War eine richtige Wahl, hatte ich auch so gemacht. Dahinter Hauptschleuderer, 4 Stück mit Goldangriff, würde ich schätzen. Das macht die natürlich umso heftiger, die haben einen sehr guten Angriff. Und er hat jetzt noch 3 Einheiten Wagen dabei, sehr gut geupgradet. Ich kann es auch nicht genau zuordnen, wie viele die alle haben. Was ich aber anders gemacht hätte an seiner Stelle, wäre hier Druiden mitzunehmen und weniger Upgrades auf die Wagen, dafür mehr. Aber na gut. Und ich erkläre euch jetzt, was er falsch gemacht hat. Wenn man mit Wagen kämpft, sollte man darauf achten, dass die Wagen sich bewegen, denn wenn sie sich nicht bewegen, machen sie auch keinen Schaden. Dann sind sie gerade anfällig für Kavallerie. Auch der Ansturm ist dann viel fataler und wenn die sich so bewegen hier, dann geht's ja gar nicht. Sie können sich gar nicht bewegen, die blockieren sich ja gegenseitig. Und somit macht sich hier diese Sichel, die sich hier an den Rädern befindet, nicht mehr so nützlich wie davor. Aber das merkt man jetzt auch in der Schlacht. Starten mal. Naja, er aktiviert sofort seinen Kriegsschrei, sodass er einen Ansturmbonus bekommt, wenn er anstürmt. Deswegen habe ich auch meine Puffereinheiten hier drüben dabei. Ich marschiere jetzt auch drauf los. Hab mir nichts dabei gedacht, also ich konnte mich schön breit machen. Also er hat sich sehr schmal gemacht, wie man sieht hier. Also nicht so breit, wie es üblich ist. Somit konnte ich ihn vielleicht an den Flügeln noch ein bisschen überlappen. Meine Kavallerie lasse ich jetzt hier auch vormarschieren. Die habe ich meine Flanken so postiert, dass sie jetzt da ist. Ich lasse meine ganze Infanterie jetzt auch rennen, damit sie schneller am Ziel ist. Jetzt habe ich, glaube ich, noch gewartet, bis er auf mich losmarschiert. Denn ich wollte dann die erste Salve bekommen mit meinen Peltasten. Hab die aber noch ein bisschen vorgeschickt. Das kleine Puffer jetzt macht, dass ich hier auch nochmal schön breit, wie man sieht. Der hätte sich jetzt nicht breit gemacht, dann hätte ich ihn überlappen können. Das macht sich auch bemerkbar in der Schlacht. Hm.
Jetzt bewegt sich auch meine Linie vorwärts. Meine Bogenschützen können gleich mit dem Feuer beginnen. Ich setze meinen Fokus auf die Hauptschleuderer, weil die ja ganz schön Kills fabrizieren können mit ihren Waffen. Jetzt bewegen sich hier auch die Wagen. Die haben sie jetzt auf meine Kavallerie drüben fixiert. Ich schiebe meine schnell dazu, weil er seine als Klumpen gemacht hat, was ja deutlich negativ sich darstellt. Naja, muss er sich natürlich auf eine Flanke fixieren, deswegen kann ich meine andere immer schnell dazu verstärken. Und wie ich es auch schon im Video davor, also im Video erklärt habe, wenn man die Kavallerie als Klumpen macht, dann können sich ja die Wagen schlechter bewegen. Hier werfe ich jetzt meine Peltasten nochmal, das ist derselbe Fehler wie beim allerersten Video von mir. Der Link ist dann hier oben rechts im Video zu sehen. Da ist es ähnlich passiert, da läuft die Kavallerie der Heiligen Bande auch vor meinen Speerwerfern los und verliert dadurch deutlich Männer. Hier drüben macht es jetzt auch bemerkbar, weil die Formation so eng ist, verlieren hier auch hier und da auch ein paar Wagen. Hier drüben ist schon einer gefallen. Und einer ist ja doch schon ganz schön viel. Meine Bogenschützen haben jetzt auch ihren Fokus hier drauf gesetzt. Er hat sich mir quasi geopfert. Jetzt komme ich hier zum Ansturm, also ich stürme an. Wie ihr seht, nicht er, wie es üblich ist. Ich wollte einfach meinen Bogenschützen fernhalten. Jetzt flieht sogar schon der erste Trupp hier, sehr früh, und der zweite auch gleich hinterher. Das ging sehr schnell und mit kaum Verlusten. Allerdings, der hier hat ein bisschen wieder gemacht. Der war natürlich ärgerlich, der Wagen hier. Naja gut, aber jetzt hat er gesehen, seine Kavallerie hat verloren. Jetzt muss er sich auf seine Infanterie beschränken. Jetzt wird es natürlich erschwert für ihn. Er marschiert los, macht nochmal Kriegsschrei. Meine Peltasten lasse ich hier weiter als Puffereinheit. Die werfen nochmal ein paar Speere. Wie man sieht, meine Bogenschützen schießen nochmal ordentlich rein in die Linien. Bringt allerdings auch nicht viel. Jetzt charge ich auch nochmal rein. Und weil meine Peltasten halt davor sind, bremst es natürlich ordentlich nochmal den Charge. Und meine Pikeniere können jetzt vormarschieren und hier sich auf die Linie fixieren, um die aufzuhalten. Meine Kavallerie kann ich jetzt in Ruhe um die Linie herumführen und seine Hauptschleuderer vertreiben. Naja, jetzt kann ich ihn hier sogar umzingeln, weil er sich auf wenige Einheiten fixiert hat, und zwar auf meine Peltasteneinheiten. Ja, und jetzt fliehen sogar seine Einheiten hier, weil ich ihn halt hier rumführen konnte, meine Kavallerie. Das ist natürlich sehr moralschädigend, wenn hinter der eigenen Linie Kavallerie entlang marschiert. Die Hauptschleuderer werden jetzt hier auch nochmal erwischt. Die Einheiten werden hier eingekesselt, die haben auch keine Chance mehr. Wie man hier sieht, die Hauptschleuder fliehen auch gleich hinterher. Ja, und in dem Moment war die Schlacht eigentlich verloren. Hier drüben fliehen sie jetzt auch alle. Das ist halt sehr schwer, mit den Barbaren auf offenem Schlachtfeld zu kämpfen. Die sind sehr anfällig für Fluchten. Die Moral ist immer sehr schnell geschädigt. Sind aber auch sehr stark, muss man auch bedenken. Jetzt kommt er mit seiner Kavallerie nochmal zurück, die sich hier gefangen hat. Aber jetzt hat er auch keine Chance mehr. Gegen die Masse an Kavallerie kommt man nicht mehr an. Das ist viel zu viel. Naja, und deswegen haben die Wagen jetzt auch verloren. Die Schlacht ist hiermit jetzt auch beendet. Sieg ist der Götter würdig. Ein Tag des Triumphes, um darüber Lieder zu machen. Ja, und der war ja schon doch ganz schön heftig, der Sieg hier. Gucken wir uns mal an die Schlachtstatistiken. Wir haben einen klaren Sieg erlangt. Wir haben 419 getötet von 461. Ja, er hat sehr stark auf Qualität wieder gesetzt. Ich hingegen habe sehr viele Einheiten dabei gehabt. Das ist wirklich nicht wenig. Hat auch damit zu tun, dass die Pikeniere immer ein bisschen mehr Männer haben als gewöhnliche 40-Mann-Trupps. Gucken wir uns mal die Schlachtstatistiken an. Die meisten Verluste zugefügt hat meine Kavallerie, so ziemlich. Die eine Einheit hier drüben nicht, die hat aber auch keinen Mann verloren. Und meine königlichen Pikeniere waren auch ordentlich dabei teilweise. Und die Bogenschützen waren auch nicht schlecht und die Peltasten, na gut, die konnten auch nicht viel machen. Aber es war nichtsdestotrotz eine schöne Schlacht. Ich möchte mich bei Jack nochmal für diese schöne Schlacht bedanken. Schöne Grüße nach Amerika. Und damit verabschiede ich mich hier erstmal von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.